Grüß euch! In den letzten zwei Jahren habe ich im Sommer immer ein Video zum Thema Wolf gemacht. Letztes Jahr habe ich sogar einen ganzen Podcast eingeschlobert. Und heuer war ich der Meinung, zum Thema Wolf ist eigentlich schon alles gesagt. Gell? Es hat jeder seine Meinung, wir wissen mal, was los ist. Und gestern habe ich halt spontan so einen Bericht einer Schweizer Bäuerin gepostet, die eben beschreibt, wie es ihr gegangen ist, als der Wolf mehrere Schafe von ihr gerissen hat. Wo ich mir gedacht habe, ja, du hast da meine, dass die Leute sich informieren können. Nur habe ich dann zwei, drei Stunden später in den Kommentaren feststellen müssen, dass leider noch ein relativ großes Unverständnis vorherrscht zu den Problemen der kleinen Bauern. Ich weiß schon, ja, es ist oft relativ einfach, wenn man daheim sitzt in der kühlen Wohnung mit seinem Latte Macchiato, ja, und da schreibt man gleich mal was rein in sein Laptop. Gell, da kannst du gleich mal was in die Tasten reinklischen. Nur wenn du als Bauer auf der Alm draußen stehst und dann diese klugen Ratschläge alle durchliest, denkst du einfach, ja, wie soll ich das alles machen? Ich würde jetzt noch ein letztes Mal das Thema Wolf aus der Sicht eines kleinen Landwirts beschreiben und auf gewisse kluge Ratschläge einmal geschwind eingehen. Immer wieder höre ich, ja, der böse Mensch, der Wolf, war ja zuerst da. Die Bauern haben den Wolf ausgerottet. Also ich persönlich war jetzt an 1898 noch nicht dabei, als der letzte Wolf in Österreich erschossen worden ist. Fairerweise muss man aber schon sagen, dass die Wölfe im 19. Jahrhundert doch recht viele Kinder umgebracht haben. Und wenn man sagt, ja, der Mensch hat den Lebensraum des Wolfes genommen, ja, sollen wir jetzt dann alle kollektiv selbst mal machen, what shall we do? Wenn du konsequent bist, musst du jetzt dann alle Straßen und Häuser, die in den letzten 200 Jahren gebaut worden sind, auch alle wieder revitalisieren. Aktuell leben in ganz Europa zurzeit 20.000 Wölfe. Wenn du mich fragst, aussterben, schaut ein bisschen anders aus. In Österreich hat der Wolf heuer auch mehrere hunderte Schafe schon gerissen. Allein, wenn du jetzt mal dagegen schaust, Mölltal, Rautal, Trebelsing, in Tirol, in Osttirol, überall um. Weltweit gab es in den letzten 10 Jahren 302 Angriffe von Wölfen auf Menschen und 24 Menschen sind weltweit umgekommen. Und trotzdem haben wir in Österreich die Situation, dass ein großer Teil der Bevölkerung dem Wolf gegenüber positiv eingestellt ist. Hut ab vor der Marketingabteilung des Wolfes, da müssen echt fähige Leute drinnen sitzen, dass du so ein Viech noch ein positives Image umhängen kannst. Ich meine, das ist ja kein Golden Ribber oder ein Raucherdackel, das ist ein Raubtier, der hat 50 bis 70 Kilo, wenn der anmarschiert, da raucht es im Gebüsch. Ich höre immer, die Bauern sind zu faul zum Zäunen. Da gibt es sogar in Österreich eine Organisation, die kriegen von der EU eine sechsstellige Förderung jährlich und gehen dann raus und klären die Bauern auf, wie man einen wolfsicheren Zaun aufstellt. Man, was zum Teufel ist ein wolfsicherer Zaun? Laut neuester Studie reicht ein 90 cm hoher Elektrozaun. Wenn der Wolf kommt, sagt er, 90 cm ist der hoch, da wird es jetzt gefährlich. Da schaue ich gescheiter, dass ich mich wieder schleich. Ich war letztes Jahr in Salzburg draußen in den Tierpark. Dann komme ich mit so einem Gehege, 3 Meter hoch, was die Metalldings, oben Strom, unten Strom, überall. Da denke ich mir, boah, da ist sicher, da ist ein Löwe drin, ein Tiger. Dann steht oben bei der Seite ein Wolf, ja, ein Gehege für einen Wolf. Jetzt denke ich mal, ja, spinne ich jetzt oder was? Die Spezialisten, die Experten sagen, ein 90 cm hoher Zaun reicht vollkommen. Und dann bauen die da in Salzburg im Tierpark ein Fort Knox für einen Wolf. Ja, kennen die sich in Salzburg im Tierpark nicht aus? Hey, aber wer ist denn jetzt da der Dudel? Man sollte sich vielleicht auch mal anschauen, wer treibt überhaupt Viecher auf der Alm? Meistens sind das eher kleine Bauern. Auf der einen Seite hast du da Milchviehbetriebe, die treiben entweder eine goldene Kühe auf oder Kolbenen oder Kälbeln. Andererseits gibt es dann auch noch so kleine, die oben ein bisschen möchen, ein bisschen Kas produzieren. Dann hast du in unserer Gegend zum Beispiel hast du ja diese Mutterkuhbetriebe. In den seltensten Fällen hast du da reine Schafbauern. Ja, meistens hast du so, dass der Rinderbauer so als Hobby so nebenbei noch Schafe oder Ziegen hat. Auf der Alm ist dann so, dass die Rinder eher herunter sind und eine Tasche drüber oben sind die Schafe. Ja, weil die Schafe steigen über die Baumgrenze um auf, da wo die Kühe nicht mehr hingehen, weil die Kühe haben nicht so einen guten Bergschau wie die Schafe. Weil wichtig ist, dass die Schafe ober der Baumgrenze den ganzen Graswuchs zusammenfressen. Das Zusammenfressen des Grases ober der Baumgrenze ist auch für die Nichtbauern wichtig, weil wenn du zum Beispiel das nicht mehr zusammenfressen würdest, dann fällt das im Herbst nieder, das Gras, es schneit auf und der Schnee hat dann quasi eine Rutschbahn und das fördert dann Lawinen. Die Bauern, die im Sommer ihr Vieh auf die Alm treiben, die sind froh, weil sie jetzt ein bisschen entlastet werden. Es entfällt die tägliche Stallarbeit.
Viele können dann nebenbei im Sommer ihrem Hauptberuf nachgehen, als Maurer, als weiß ich nicht was, beim Lagerhaus, irgendwo Staplerfahrer oder sonst irgendwas, Holzknecht. Und wie gesagt, für die hauptberuflichen Bauern ist es auch ein Vorteil, weil sie sich dann auf die Ernte konzentrieren können. Und jetzt sollen laut Experten diese ganzen Nebenerwerbsbauern und hauptberuflichen Bauern trotz der ganzen Arbeit, die sie im Tal noch haben, auch auf die Alm auflaufen und oben 90 cm hohen Elektrozaun gegen den Wolf aufbauen. Und ich möchte noch mal wiederholen, reine Schafbauern sind eher selten, weil von einem Schaf verdienst wenig. Der Schaf, was ist das wert? 100, 120, 150 Euro. Meistens hast du das irgendwie so hobbymäßig, vielleicht hast du mit 2-3 Hektar Gerpfen, eine Erbtante Irmi oder sonst irgendwas. Dann machst du halt zur Gaudi als Hobby, weil es da Spaß macht. Weiters heißt es oft, die Bauern sollen auf die Almen einfach eine Hirten und eine Hirtenschutzhunde aufschicken. Ja, guter Tipp, auf die Idee werden wir selber noch nie kommen. Tatsache ist, dass auf vielen Almen immer noch Senner oben sind. Hirten, ja, Halter auf Deutsch gesagt. Ja, die schauen halt einmal regelmäßig aufs Vieh. Nur, vom Wolf schützen kannst du das auch nicht. Du musst eigentlich, brauchst du einen 24-Stunden-Dienst. Theoretisch brauchst du so ein Radl mit 3x8 Stunden. Dann brauchen die Herrschaften ja frei auch. Also rein rechnerisch gesehen brauchst du eigentlich 5 Halter auf der Alm im Sommer, weil sonst kriegst du mit der Gewerkschaft Probleme. Wenn einer zum Beispiel 24 Stunden durchschöpft, ist jetzt finanziell vielleicht nicht unbedingt die größte Gaude. Und natürlich gibt es auch noch viele kleine Almen, was weiß ich, die was 10, 20 Hektar haben. Da bist du eigentlich bisher ausgekommen, wenn der Bauer ein, zwei Mal in der Woche nachgeschaut hat, ob das Vieh gesund ist, ob es passt. Das war bisher eigentlich immer ausreichend. Okay, weil es finanziell eh schon wurscht ist, schicken wir zum Hirten auch noch einen Hirtenschutzhund dazu. So ein Hirtenschutzhund kostet 3.000, 4.000 Euro. Und vor allem, so ein Hirtenschutzhund, das ist ja kein Dackel, gell? Also wenn der da oben ist, da geht es einmal Rambazamba, ja? Also einerseits fliegt er natürlich im Wolf an, klar, schöne Sache. Nur der Nebeneffekt ist, er fliegt auch die Wanderer mit ihren Chihuahua an. Da muss die Almen halt für Wanderer sperren. Abgesehen davon, wie gesagt, ich habe gesagt, es gibt ja auch kleine Almen, wenn einer 10, 20, 30 Hektar hat, wo eben seit Jahrhunderten es üblich war, dass man eben nur mit geringem Aufwand auf die Viecher aufgeschaut hat. Ja, wie tust du jetzt so mit einem Hirtenhund? Schickst du den allein auf? Ja, wenn du den allein auf schickst, der Hund braucht ein bisschen eine Streichleinheit, der braucht irgendwie, der was mit ihm Gassi geht. Ja, der braucht vielleicht auf Nacht eben zum Karten spielen, der was mit ihm ein Bier trinkt. Wie fütterst du den Hund alleine? Ja, der kann ja schwer Heidelbeer lutschen oder kommt der WWF und füttert den Hund. Ich weiß es nicht, wie das gehen soll. Ein Tipp gefällt mir auch gut, was ich mal sagen, die Bauern sollen einfach alle Tiere auf Nacht in ein Gatter treiben. Okay, super Vorschlag. Jetzt stellst du dir vor, ja, du hast eine Alm, die fängt auf 1000 Meter Seehöhe an, die geht auf 2000 Meter. Man hat dann zum Beispiel 80 bis 100 Rinder, dann haben noch ein paar Schafe dazu, was weiß ich, 200, 300. Jetzt kannst du jeden Abend die Viecher zusammenklauen und irgendwo auf ein Gatter zu treiben. Stell dir mal sportlich vor. Was ich noch oft höre, der Herdenschutz funktioniert überall sehr gut, nur die österreichischen Bauern jammern. Ja, die sind zu faul und zu geizig und was der Teufel wo so ist. Immer wieder höre ich, ja, die Schweizer machen das so super, die Bauern, die sind einfach auf Zack, die kommen auf. In der Schweiz haben sie genauso viele Wolfsangriffe wie bei uns. Ja, da raucht es derweil immer. Und vor allem, wenn du den Hirtenschutzhund anschaust, ja, der in der Schweiz halt ein bisschen öfter eingesetzt wird als bei uns, da musst du die Almen noch sperren, ja. Wollen wir wirklich die Almen zu Kampfzonen machen, wo sich dann Wölfe mit Hunden da duellieren, wo es dann quasi ja, Schlägereien, ja, da geht es dazu, ist wie, auf der, was weiß ich, wie in einem Actionfilm. Ja, stellen wir nachher einen Fernsehsender auch, der übertragt das live, dann kann man Wetten annehmen, wer jetzt da gewinnt. Ich weiß nicht, ob wir das alle wollen. Der Schutz vor Übergriffen durch einen Wolf kostet pro Tier zwischen 150 bis 550 Euro. Wenn du jetzt ein kleiner Schafbauer bist mit 20 Viechern oder was, das zahlt sich ja hinten und vorne nicht an, das kannst du dann einmal leisten. Da wird dann der kleine Bauer einfach sagen, der Aufwand ist mir zu hoch, ich höre damit auf. Almwirtschaft ist sowieso mehr oder weniger eine Liebhaberei. Ja, die Bauern, die die Viecher auf der Alm vertreiben, die verdienen mit dem eh wenig. Und dann gibt es noch so Geschäftelhuber, die dann uns kleine Bauern vorwerfen, uns geht es um den Profit. Wenn die Bauern ihr Vieh das ganze Jahr im Stall einsperren, seien sie Tierquäler, treiben sie sich auf die Alm auf, dann seien sie geldgeil und nehmen den Wölfen und Wanderern den Erholungsraum weg. Apropos Wanderer, ich bin ja mal neugierig, was los ist, wenn einmal der erste Chihuahua von einem Wolf angeknabbert wird. Und unsere Politiker putzen sich halt auch gern ab. Ja, oft habe ich das schon gehört. Ja, uns sind die Hände gebunden. Wir probieren ja eh, weißt du, ja, wir können nicht viel machen. Wir sind die Verhandlungen, weißt du, Brüssel ist schuld und die Tierschutzbehörden. Und während die weiterhin ihr heiße Luft produzieren, glauben die Bauern Woche für Woche ihre Tierkadaver auf der Alm zusammen.
Haben wir eigentlich einen Landwirtschaftsminister? Seit die Ele weg ist, ist relativ ruhig. Ich glaube, sie haben wir einen angestellt, aber den hat noch keiner gesehen. Ja, den findet keiner. Mir kommt vor, ein Mitarbeiter im Baumarkt ist leichter zu finden als unser Landwirtschaftsminister. Sogar der bekannte Wildtierbiologe Klaus Hackländer hat gesagt, dass man den Wolf bejagen muss. Achtung, bejagen, nicht ausrotten, bevor jetzt die Ersten wieder schreien. Und zwar schreibt dieser Herr Hackländer wortwörtlich, es gibt Gebiete, wo es durchaus Platz für Wolfsrudel gibt, wo wir durchwandern dulden können. Man muss sich also Obergrenzen überlegen. Alles, was darüber hinausgeht, muss geschossen werden. Das sag nicht ich, als dummer Bauer, das sagt der Wildtierbiologe Klaus Hackländer. Fürs Rotwild gibt es Abschusspläne von den Behörden. Es gibt im Alpenraum Gebiete, wo Hirschen und Gems nicht geduldet sind, weil ihm dort Lawinenschutzwald ist. Der Wolf ist nicht vom Aussterben bedroht. Wir haben Insektensterben, Vogelsterben, wir haben eine drastische Dezimierung von Wirbeltieren. Aber wir blären zu einem Wolf zu, der laut Welttierschutzorganisation IUCN weder global noch in Europa vom Aussterben bedroht ist. Im Gegenteil, seine Population steigt stetig. Man muss sich halt schon langsam entscheiden, welche Form von Landwirtschaft man möchte. Klar, jetzt werden wir da ein paar sagen, go vegan, alle sollen sich vegan ernähren. Ich sehr liebe Idee, aber realistisch ist es einfach nicht. Wir haben aktuell 2% Veganer und 10%, die sich fleischlos ernähren. Der größere Teil der Menschheit isst halt Fleisch und das wird sich halt in absehbarer Zeit nicht ändern. Und ich meine, in den nächsten 50 bis 100 Jahren wird es immer noch Leute geben, die Fleisch essen werden und auch wollen. Und da müssen wir uns halt die Frage stellen, welche Bauernhöfe man möchte. Ja, woher soll das Fleisch kommen? Soll es von Bauernhöfen kommen, wo die Viecher halt auf einem Vollspaltenboden leben, wo sie halt eingestopft werden, es wie eine Batterielegehändel, wo es eine Massentierhaltung gibt? Oder wollen wir sowas? Wollen wir die Viecher auf der Alm, auf der Weide? Wollen wir Tierwohl? Wollen wir seltene Schaf-, Ziegen- und Rinderrassen? Wollen wir Almen zum Wandern? Wenn wir das wollen, kann man schwer für einen Wolf sein, weil wenn der Wolf in noch größerer Zahl dahermarschiert, werden in Zukunft die Bauern sich das einfach nicht mehr antun und wir werden halt das Viech nicht mehr auf die Alm aufertreiben. Da wird halt alles zuwachsen. Und die Frage ist, wollen wir das? Ja, wird es wieder ein paar geben, die sagen, ja, ist eh wurscht, Urwald. Ich persönlich möchte es nicht. Pfiat euch.